Hallo zusammen, ich grüße euch, ihr lieben Seelen da draußen. Eine kurze Botschaft für euch von mir, von der geistigen Welt. Lieber Gott, ich bitte um Informationen für die lieben Abonnenten da draußen, für die lieben Menschen, die mein Video anschauen. Was darf ich weitergeben? Ich bitte um Karten oder um einen Stopp? Mal noch und dann gut. Dann schauen wir doch mal. Es geht hier um Verbindungen, um Blockaden. Gott gewollt. Und da kommt Leichtigkeit rein, Auflösung. Also hier, es geht hier um Verbindungen. Völlig, also. Das hat jetzt nicht mit der Liebe unbedingt zu tun, sondern einfach allgemein um Verbindungen. Ja, man kann Verbindungen wirklich in der Liebe haben, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit der Eltern, mit der Geschwister, mit den Kindern, im beruflichen, mit Freunde, Bekannte, irgendwie so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also die Verbindungen allgemein. Da gibt es Blockaden in den Verbindungen, in einer Verbindung, ja, bitte einfach für dich entscheiden, was es für dich für eine Verbindung gerade in irgendeiner Art und Weise blockiert ist oder bei der du das Gefühl hast, da ist eine Blockade, da ist irgendetwas, was einen Fluss oder irgendwie so ein bisschen stört, ja, vielleicht ist da auch irgendwo ein gewisser Cut gewesen, vielleicht habt ihr irgendwie einen Menschen verloren oder so aus der Vergangenheit irgendetwas, ja, kann das sein. Und hier ist eine Blockade, also irgendetwas macht eure Freundschaft, eure Beziehung, eure Verbindung ja, ist ein bisschen schwer oder ihr habt vielleicht auch gar keine. Es kann auch sein, hier eine Ex-Frau, ein Ex-Mann oder Frauen. Freundschaften aus der Vergangenheit. Es kann also sein, dass du vielleicht einen Bruch hast im Freundesbekanntenkreis, Familie irgendwie. Und das zeigt es hier an, ja. Das hat so sein sollen, das ist schicksalhaft, das hat so sein sollen. Oder es soll so sein, irgendetwas hat so sein dürfen. Das sind immer Lernaufgaben in dem Fall, ja. Irgendjemand, entweder habt ihr beide was lernen müssen oder einer von euch musste irgendwo durfte irgendetwas lernen, ja. Meistens beide. Und das war so Gott gewollt, es hat so sein sollen, ja. Und ich darf dir sagen, dass sich das hier auflöst. Es kommt Leichtigkeit rein, es kommt Luft rein, Leichtigkeit, es löst sich auf. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht die Bedeutung der Karte, aber das wird mir so durchgesagt und ich gebe euch weiter, was mir durchgesagt wird, ja. Also, was auch immer ihr habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch da wieder seht. In irgendeinem Bereich gibt es einen, vielleicht auch einen wirklichen, einen richtigen Bruch. Vielleicht ist auch wirklich, dass ihr euch getrennt habt oder dass ihr euch gegenseitig, ja, jetzt aus dem Weg geht oder so. Irgendwas in diese Richtung, ja, ein Streit vielleicht auch. Das hat so sein müssen, da musste irgendwas in die Klärung, irgendwie musste einer von euch beiden oder ihr beide euch klar werden, ja, über die Situation klar werden oder was wollt ihr oder was wollt ihr nicht oder vielleicht gab es auch eine Grenze, dass einer von euch eine Grenze gesetzt hat und sagt, Freundchen, so weit und nicht weiter, ja, irgendwie so eine Abgrenzung. Das war ganz, ganz wichtig für eure Entwicklung und vielleicht auch für dich, wenn du sagtest, ich habe eine Grenze gesetzt, ja, dass du das hast lernen dürfen, lernen sollen und dein Gegenüber hat vielleicht sehen müssen, okay, ich kann jetzt nicht hier alles machen, ja, ich kann ja nicht unendlich Überstunden aufbrummen oder ich kann jetzt nicht hier irgendwelche Lasten aufbrummen, aufbürden oder ja, keine Ahnung, mit dir verfahren, wie ich gerade lustig bin oder ich komme heute Morgen nicht oder obwohl wir was abgesprochen haben oder irgendwie so, ja, also irgendetwas, vielleicht auch, dass es alles sehr einseitig war, eure Freundschaft oder Beziehung, ja, und dass da ein Stopp hat hin müssen, dass du das lernst und der Gegenüber hat das lernen dürfen, dass er eben nicht oder sie nicht alles machen kann mit dir. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, du musst auf dich schauen, was es für dich hier
für eine Verbindung ist und um was das jetzt war, ein Bruch oder ein Stopp, eine Abgrenzung, ja. Entschuldigung. Also da bitte hineinhören, du kannst gerne, wenn du möchtest, das mit uns teilen, ob du dich da wiederfindest, auf welche Art und Weise, ob du dich abgrenzen hast dürfen oder ob du einen Stopp geben hast sollen, genau. Oder ob irgendetwas blockiert, ja, euer Miteinander, es kann auch sein, dass hier eine Verbindung ist und irgendetwas blockiert, vielleicht eine dritte Person, ja, vielleicht im Freundesbekanntenkreis, ah, was willst du denn von ihr oder was willst du denn von ihm, irgendwie sowas kann das auch sein, ja, dass hier irgendjemand, eine dritte Person, eine Blockade setzt, ja, vielleicht deine Eltern, der ist doch nicht gut genug oder sie ist doch nicht gut genug für dich, zum Beispiel, ja. Oder warum willst du denen heiraten oder sowas könnte es auch sein, ja. Jetzt kommt man gerade noch was anderes gerade durch. Wenn du eine Hochzeit planst oder irgendetwas, das ist irgendwie ein Thema, das ist so ein Thema Verbindung, ja. Oder wenn du darauf wartest, dass jemand auf dich zukommt für eine Liebesbeziehung, ja, so etwas. Oder auch andere Geschäftsverbindungen, da wird gerade was blockiert. Also das wird jetzt so nicht stattfinden oder es wird sowas so nicht funktionieren. Also wenn du heiraten möchtest, kann sein, dass das zeigt, dass da irgendeine Blockade reinkommt. Ja, das Gott gewollt ist so wichtig, dass du eben nicht heiraten kannst oder nicht, ja, vielleicht nicht den Termin bekommst, den du möchtest oder so. Das ist irgendwas. Zeigt sich nicht an, warum, aber es ist wohl notwendig, dass es so ist. Wenn du dir vielleicht wünschst, einen Antrag zu erhalten, dann ist das jetzt noch nicht der richtige Moment, soll ich dir sagen, wenn du hier in der Legung, wenn du da jetzt in Resonanz gehst oder wenn du jetzt einen Antrag vorbereitest, es ist noch nicht der richtige Moment. Vielleicht wird auch irgendetwas passieren, damit du diesen Antrag nicht so machen kannst, wie du dir das vorgestellt hast, ja. Es kann auch sein, wenn du jetzt auf eine Zusage, ein Jobangebot wartest, dass du entweder, dass du es nicht bekommst, ja, dass dieser Job, den du möchtest, dass du den nicht bekommst, weil, warum auch immer, XYZ, vielleicht kommt ein anderer Job auf dich zu, kann auch sein, dass du den Job nur jetzt im Moment nicht bekommst, ja. Vielleicht ist irgendwas, dass du keine Nachrichten erhältst zum Beispiel, ja, dass du auf eine Nachricht, eine Antwort, Rückantwort erwartest und jetzt als Beispiel ist der Chef oder der Mensch, der hier das Sagen hat, erkrankt, ja, und du bekommst keine Nachrichten, weil die anderen das gar nicht wissen als Beispiel, dass du eine Nachricht erhalten solltest. Also irgendwie solche Blockaden, ja. Jede Art von Verbindungen, Verbindlichkeiten, Verbindungen, ja, da kann jetzt eine Blockade entstehen. Also es können auch sein, im weitesten Sinne tatsächlich Verträge, dass irgendwelche Verträge gerade stillstehen, dass irgendwas gerade nicht vorangeht, aber das ist gerade wichtig. Es kann sein, ich schaue gleich nochmal nach, ob ich noch eine weitere Karte erhalte, es kann sein, dass das so sein soll, damit du, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Verbindung eingehen würdest, was auch immer, würde dir vielleicht zum Nachteil gereichen. Und jetzt, wenn du deine Blockade hast, dann wird sich das nochmal verändern. Zum Beispiel, du möchtest heiraten, hast eine Location, die hast du abgesagt, eine Absage bekommen. Und jetzt wartest du und irgendwie geht nichts voran. Und plötzlich heißt es, hier ist jemand abgesprungen und du bekommst die Location. Ein Beispiel, ja? Oder du willst einen Job haben und du wartest und wartest, ja, da hat es im Hintergrund vielleicht noch andere Gespräche, vielleicht bist du nicht erste Wahl, sondern zweite Wahl und dann sagt die erste Wahl plötzlich ab und zack, bist du dann dabei. Und das hat einfach so sein müssen, hätten sie dir gleich abgesagt, wäre es vielleicht vorbei gewesen, ja, hättest du dann vielleicht einen anderen Job angenommen, irgendwie so. Also so irgendwas in diese Richtung, es ist eine Blockade, die ist aber, das ist aber Gott gewollt und es löst sich dann auch auf. Jetzt schauen wir mal, ob ich noch, hoppala, ja, also diese Karte war vorher unterm Deck, eine Nachricht kommt auf dich zu, hier löst sich was auf, hier kommt eine Nachricht auf dich zu, jetzt muss ich sie doch hinlegen, ja. Also, ich habe gesagt, die Blockade ist nur von kurzer Dauer, es löst sich auf und hier kommt
eine Nachricht auf dich zu. Also eben vielleicht die Nachricht, hier die Location ist doch jetzt frei. Oder du kannst jetzt den Job haben, ja. Ich war jetzt krank, irgendwie verhindert hier. Ja, hier Cut am Bruch, ein Kommunikationsbruch zum Beispiel. Und jetzt kommt wieder jemand auf dich zu. Ich war krank, mir ging es nicht gut, ich musste mir Gedanken machen, ich hatte dieses oder jenes, ja, irgendwie sowas in diese Richtung. Und dann kommt hier Bewegung rein, es löst sich auf, es kommt Bewegung rein und es kommen Nachrichten auf dich zu. Schauen wir mal, ob es noch eine weitere Botschaft gibt. Da geht es hier um Heilung. Entschuldigung. Also hier geht es um Heilung. Und es ist hier ein Glücksklär, besser geht's gar nicht. Also es war ein heilsamer Prozess, den du da durchlaufen bist. Ich habe ja gesagt, es war notwendig. Es wird dir positiv auf dich zukommen. Also dieser Cut hier, der sich vielleicht in dem Moment, nicht nur vielleicht, sondern in dem Moment wirklich nicht gut anfühlt. Du traurig bist, du verzweifelt bist, du nachdenklich wirst, dich zurückziehst vielleicht, mit dir haderst, ja. Diese Zeit, das hast du gebraucht, das ist ein heilsamer Prozess, kann sich anders sagen. Und hier ist das Glück auf deiner Seite. Das ist das eigentlich nur noch das, was ich gerade schon gesagt habe. Hier kommt Heilung rein und hier, das ist das Glück, ja. Das Glück steht hier auf deiner Seite. Jetzt schauen wir mal Unterseite. Die Unterseite ist hier das Haus, bedeutet Stabilität kommt rein. Was auch immer hier notwendig war, irgendwas war notwendig, das musste stoppen, es musste irgendwas blockieren, dass im Hintergrund was laufen konnte, dass ein heilsamer Prozess laufen konnte, dass dann wiederum für dich ein Glücksfall ist, ja. Das war jetzt ein Zufall oder das war jetzt ein Glück, dass das jetzt so passiert ist. Das war jetzt Glück. Oder Gott sei Dank habe ich dann jetzt dieser Wohnung nicht zugesagt, sonst wäre mir die andere Wohnung durch die Lappen gegangen. Oder Gott sei Dank habe ich weiß ich nicht, diese Chance, diesen Job nicht angenommen oder nicht bekommen. Weil wenn ich den bekommen hätte, wäre mir gar nicht der andere Job, der mir jetzt viel besser zu mir passt, gar nicht auf mich zugekommen. Ja, irgendwie sowas. Denn hier kommt die Stabilität rein. Also was auch immer hier passiert ist. Am Ende des Tages ist hier Heilung, Glück und Stabilität, ja. Und wenn es hier wirklich die Liebe ist, dann, also die Liebe zwischen Mann und Frau oder Mann, Frau, Frau, wie auch immer, dann ist hier irgendetwas gewesen. Vielleicht habt ihr euch gestritten oder es gab eine Diskussion oder irgendetwas, was einen kurzen, ja, einen Bruch jetzt nicht, aber eine kurze Hürde war. Einer von euch hat dann über so eine Hürde drüber müssen, ja. Das war wichtig, wichtig für euch, wichtig für die Partnerschaft, wichtig für die Entwicklung. Vielleicht von euch beiden, vielleicht nur von einem, ja. Das hat es gebraucht, vielleicht hat auch irgendeiner einen Schuss vor den Bug gebraucht, ja. Da weiß, oh, jetzt ist aber ernst, ja. Vielleicht hast du gesagt, du, pass auf, also wenn jetzt das nicht änderst, dann bin ich weg oder vielleicht kam es auf dich, ja, pass mal auf, Prinzessin, Prinz, wenn du jetzt hier meinst, ja, du musst weiter Halligalli machen, dann war es das, ja, das war vielleicht so dieser Warnschuss, hast du oder dein Gegenüber gebraucht, um aufgerüttelt zu werden und zu sagen, okay, jetzt spiele ich hier mit dem Feuer, dünnes Eis, ja, so, und nein, ich muss jetzt muss ich hier aktiv werden, ich muss jetzt hier Gas geben. Und du wirst dann auch mit entsprechenden Informationen auf dein Gegenüber zukommen oder umgedreht, er, sie wird auf dich mit entsprechender Information zukommen. Das war ein heilsamer Schuss vorm Bug, ja, sowas. Und es geht dann positiv weiter und es geht hier in die Stabilität. Ja, genau, so, das darf ich jetzt sagen. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Noch was anderes. Gibt es noch was anderes? Moment, hier noch. Also dann noch eine Karte davon. Schauen wir mal, ob es da noch irgendeine Zusatzinformation gibt, die dir vielleicht wichtig ist. Die 7 hat man, glaube ich, schon irgendwann noch mal in der letzten Zeit, gell? Die Umstände bestimmen sie ta 7 Tage oder 7 Wochen. Also in dieser Zeit kann dir sowas passieren, kann sowas auf dich zukommen, ja. Vielleicht denkst du heute noch, ich werde mich nicht weiter bewerben, ja, warum soll ich das tun? Und in 7 Wochen sagst du, ich bin mitten in diesem Prozess und
Ja, dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich doch mal von betroffen. Ja, also 7 Wochen könnte es sein. Und es kann sein, dass die Umstände, diese Umstände bestimmen, steht da drauf. Kann sein, dass die Umstände sich einfach verändern. Ja, die Umstände, das neue Einläuten, das bestimmen, ja, dass du da gar nicht groß was machen kannst, sondern die Umstände außenrum, wie zum Beispiel, du bekommst noch keine Zusage für den neuen Job, ja, sowas. Da kannst ja du gar nichts, kannst du nichts machen. Du sitzt jetzt da und wartest, ja, und merkst und wunderst dich, warum du keine Nachricht erhältst, ja, weder eine Zu- noch eine Absage noch sonst irgendwas. Ja, aber dein Gegenüber, der das bestimmt, ist vielleicht krank und sowas, ja. Also das kann jetzt in 7 Tagen, 7 Wochen kann das geschehen. Genau, jetzt schauen wir mal. Kommt noch was anderes? Nein, für heute war es das. Ja, hier an dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken für eure Likes und eure Unterstützung. Und wenn du noch nicht abonniert hast, kostenfrei, dann freue ich mich, wenn du es aufs Abo drückst und die Glocke läutest. Dann siehst du sofort, wenn ich wieder was Neues hochgeladen habe. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. For Health, for Energy, eure Daniela.